Nach einem nächtlichen Sturm. 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 Steht unsere Heldin auf einer Leiter? 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 Und legt selbst Hand an, statt groß herumzujammern. 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 Nach einem nächtlichen Sturm steht unsere Heldin auf einer Leiter und legt selbst Hand an, statt groß herumzujammern. Die hübsche Pensionsbetreiberin würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Die hübsche Pensionsbetreiber würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Die hübsche Pensionsbetreiber würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Die hübsche Pensionsbetreiberin würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Die hübsche Pensionsbetreiberin würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Dann wären wir sehr viel schneller fertig, Frank. Dann wären wir sehr viel schneller fertig. Dann wären wir sehr viel schneller fertig. Dann wären wir sehr viel schneller fertig, Frank. Dann wären wir sehr viel schneller fertig, Frank. Die hübsche Pensionsbetreiberin würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Dann wären wir sehr viel schneller fertig, Frank. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Ich bin doch nicht schwindelfrei. Ich bin doch nicht schwindelfrei. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Es war ein Frühlingssturm und ich bin nicht Teil deines Romans. Es war ein Frühlingssturm. Und ich bin nicht Teil deines Romans?
Es war ein Frühlingssturm, und ich bin nicht Teil deines Romans. Es war ein Frühlingssturm und ich bin nicht Teil deines Romans. Es war ein Frühlingssturm und ich bin nicht Teil deines Romans. Oder etwa doch? 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 Nein, also wenn dann nur total verfremdet, kaum wieder zurück. Also wenn dann nur total verfremdet, komm wieder zurück. Also wenn dann nur total verfremdet, komm wieder zurück. Nein, also wenn dann nur total verfremdet, komm wieder zurück. Nein, also wenn dann nur total verfremdet, komm wieder zurück. Vielleicht doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Wär ich doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Wär ich doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Vielleicht doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Vielleicht doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Streu du nur Salz in meine Wunden, Tessa Grant. Streu du nur Salz in meine Wunden. Streu du nur Salz in meine Wunden. Streu du nur Salz in meine Wunden, Tessa Grant. Streu du nur Salz in meine Wunden, Tessa Grant. Frank, holst du mir mal bitte das Brecheisen? Holst du mir mal bitte das Brecheisen? Holst du mir mal bitte das Brecheisen? Frank, holst du mir mal bitte das Brecheisen? Frank, holst du mir mal bitte das Brecheisen? Ich hab's, Mr. Martin. Ich hab es, Mr. Martin. Ich hab es, Mr. Martin. Ich hab's, Mr. Martin. Ich hab's, Mr. Martin. Bruce, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Bruce, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Bruce, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Ja. So ist es. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Du bist ein Schatz. 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 Ich weiß.
Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Nach einem nächtlichen Sturm steht unsere Heldin auf einer Leiter und legt selbst Hand an, statt groß herumzujammern. Die hübsche Pensionsbetreiberin... Würde sich freuen, wenn du hochkommst und mit anpacken würdest. Dann wären wir sehr viel schneller fertig, Frank. Ich bin noch nicht schwindelfrei. Im Gegensatz zu Tessa, die jedem Schicksalsschlag, der sich ihr in den Weg stellt, die Stirn bietet. Es war ein Frühlingssturm und ich bin nicht Teil deines Romans. Oder etwa doch? Nein, also wenn dann nur total verfremdet, kaum wieder zurück. Wäre ich doch ganz gut, wenn du dein Werk nicht fertig kriegst. Streu du nur Salz in meine Wunden, Tessa Grant. Frank, holst du mir mal bitte das Brecheisen? Ich hab's, Mr. Martin. Bruce, immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Ja, so ist es. Bist ein Schatz. Ich weiß.